Gut, Stromversorgung passt noch. Und hier was zerstört? Nee, sah nur so aus. Also hier kann man locker, kurz bevor der Bossfight dann losgeht in Welle 13, könnte man hier natürlich auch locker auch noch das ganze Heilzeug ausbauen. Und dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass da irgendwas nicht klappt oder dass wir da den Sektor verlieren. So, hier ist jetzt die Kohle. Engmas hier am Start. So, der Brennofen. Blei und Sand. Ich baue das auch wieder so diagonal. Das hat sich bewährt, sag ich mal. Kann der auch alle drei anbinden? Jo. Und das reicht. So, jetzt kommt das Blei von unten ran. Na gut, hier ist Kupfer. Ja, und das ist auch nochmal mit abbaut. Das weiß ich auch immer nicht so richtig. Verteiler, Verteiler. So, warte mal, ich mach das mal einheitlich, dass es unten andotzt. So, und der Sand, der Sand, der kann doch eigentlich auch wieder von oben kommen. Eins, zwei, drei. Das müssen wir, glaube ich, dann so machen irgendwie und dann. Genau. Na gut, das fliegt dann so raus. Ist das auch in Ordnung. Da einmal über das Stromding. Aber jetzt ist das ein bisschen wenig Sand. Da müssen wir noch ein bisschen ausbauen hier. Ach so, das meiste dann immer in den linken gehen will. Ja, gut. Das schicken wir jetzt einmal hier runter. Ich glaube, das können wir bedenkenlos hier auf das Titan-Förderband leiten. Dann hätten wir auch das Metaglas wieder. So, was haben wir noch für eine Fabrik? Pyratitmixer, der braucht Kohle, Blei und Sand. Na gut, Kohle hätten wir hier. Viel, wie ihr seht. Sand kann man ja ausbauen. Blei wäre dann dort. Das könnte, glaube ich, auch ein bisschen mehr gern werden hier. Das Blei, was da hochgeht. Sag ich mal so. Boss erscheinen 10 Wellen. Oh, muss ich da jetzt Angst haben? Jetzt bleibt es mit dem Titan ja doch ganz schön hängen hier im Hintergrund. Achso, jetzt tut sich gleich eine Lücke auf, wo das Titan wieder so ein bisschen abfließen kann. So, Kohle. Blei und Sand. Für den Pyratitmixer. Ah ne, Quatsch. Wie mache ich das? Einfach auch hier so. Achso, es wird jetzt interessant, ne? Wenn da jetzt drei Sachen ran müssen. Wie man das dann realisiert mit der Anbindung. Kohle würde ich jetzt spontan so bauen.
Blei, das kann ja so kommen. Achso, also muss ich jetzt hier umlenken. Achso, da könnte ich den Verteiler eigentlich auch gleich ordentlich bauen. So. Ja gut, Sand. Zack, zack, zack. Jetzt bauen sie noch Strom. Ah, die Anbindung hätte ich gerne ordentlich. Genau. Turbinengenerator haben wir jetzt so. Der braucht Kohle und 6 Sekunden Wasser. Ich glaube, das könnte man eigentlich mal ausprobieren. Wasser wäre ja da. Brauchen die überhaupt Strom? Ja. Das mal hier drüben raus. Und dann wieder schön hier auf das Laufband, damit da ja noch mehr Verstopfung ist hier unten auf der Strecke. Turbinengenerator, ja, das könnte man doch jetzt mal versuchen hier. Da haben wir auch Wasser, eine Pumpe, hätten wir ja hier. Wobei das da schon so alles so übelst zugebaut ist, ne? Weiß nie. Ja, vielleicht eher was für hier oben, oder? Oh, jetzt haben sie irgendwelche Luftdinger hier. Deshalb schießen die daneben, weil die daher das gecuttet haben. Ja, die Luftabwehr, die macht auch nichts hier, komischerweise. Nee, das wollte ich nicht bauen. In Stromknoten bitte. Wir haben das auch wieder getrennt. Ich sehe schon, die greifen ja mal dieses Zeug an. So, dann haben sie so ein Reparatur-Ding zerstört. Ach nee, es hat bloß keinen Strom. Repariert sich das eigentlich selber sowas? Oder so, warum hat der hier drüben nichts? Hm. Hier haben sie irgendwas zerstört. Oh, jetzt komme ich hier mit solchen Flugzeugen an hier. Und zerstören alles.
Reicht das jetzt hier? Breche so einen massiven Ausbau vor. Ah doch, der repariert sich doch selber. Gut zu wissen. So, gibt es irgendwo Wasser, wo man das mal probieren könnte mit dem Turbinengenerator? Aber dann wo, gut, hier, ne, ist halt wie gesagt schon alles irgendwie zugebohrt. Wir versuchen das einfach mal. Pumpe dort rein. Turbinengenerator dorthin. Ein Verteiler, der die Kohle hier reintüdelt. Und jetzt brauchen wir noch Wasser. Jetzt produziert er Strom. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch das hier abreiße, müsste der Strom doch... Genau. Läuft der Strom weiter. Cool. So, können wir jetzt in Richtung Titan schon wieder irgendwas erforschen, wie die Mauer zum Beispiel. Jo. Das Torhammer, das große Tor, die Salve, Schock. So, können wir mal alles anklicken hier. Aber wir haben dazu natürlich noch nicht die Ressourcen.